Wir lassen den Antrag zur Deckelung der Gebührenordnung auf 30,70 Euro im Jahr abstimmen und dann kann jeder Bürger sehen, auf welcher Seite Sie stehen. Wir von der AfD, wir stehen auf der Seite der Bürger, auf der Seite der Autofahrer, auf der Seite des kleinen Mannes. Wir sind die Stimme des Volkes und das erkennen immer mehr Bürger an. Das Anwohnerparken und deren Gebühren wurde noch unter der Koalition im Bund von CDU und SPD 2021 relativ geräuschlos geändert. Das Anwohnerparken war gedeckelt auf 30,70 Euro im Jahr. Wer als Anwohner einen Parkausweis hatte, durfte für 30,70 Euro in den öffentlichen Raum, den öffentlichen Parkraum nutzen. Das war sozial und richtig. Was sozial und richtig ist, ist aber den Altparteien ein Dorn im Auge. Aus unterschiedlichen Gründen, während manche eben die Staatseinnahmen erhöhen wollen, wollen manche eben das Kampf gegen das Auto fortführen. Und manche Parteien, die wollen beides. Die Koalition im Bund von CDU und SPD haben diese Deckelung beendet und es den Ländern bzw. den Kommunen überlassen, das Anwohnerparken selbstständig festzulegen. Übrigens auf Drängen der DUH, die Deutsche Umwelthilfe. Aufgrund dieser Forderung des skrupellosen Autohasservereins DUH hat die CDU und SPD nun dafür gesorgt, dass die Bürger massiv belastet werden. Manche linksgrün versiffte Städte haben schon angekündigt oder umgesetzt, das Anwohnerparken in Zukunft nicht mehr bei 30,70 Euro im Jahr zu belassen, sondern es im Monat von den Bürgern einzutreiben, also fast 370 Euro. Eine Verzwölffachung der Gebühren einfach mal so. Bekommt der Bürger, der Anwohner mehr Leistung? Nein, bekommt er nicht. Er parkt genau auf dem gleichen Parkraum wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Bekommt er eine Entlastung auf einer anderen Seite? Nein, selbstverständlich nicht. So geht Abzocke der Bevölkerung und die Altparteien, die sind wieder ganz vorne mit dabei. Und wen trifft es jetzt? Im Antrag beantwortet das Verkehrsministerium die Landesregierung ist folgendermaßen, Zitat, unter sozialen Gesichtspunkten problematisch ist hingegen, dass bisher in erster Linie wohlhabende Haushalte von dieser Leistung zu stark vergünstigten Preisen oder sogar kostenlos profitieren. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich habe noch nie einen Ferrari oder Porsche mit einem Anwohnerparkausweis gesehen. Natürlich trifft es Menschen, die zur Miete leben in städtischer Lage, die sich keinen eigenen Parkraum leisten können. Also eben nicht das Einfamilienhaus mit Doppelgarage besitzen, sondern den einfachen kleinen Mann zur Miete ohne eigenen Stellplatz. Den trifft es. Und das Thema Miete oder bezahlbarer Wohnraum kann man da auch verknüpfen und umlegen. Frau Rassavi, Sie sind auch da, hören Sie mal zu. Man könnte jetzt die Mehrkosten des Anwohnerparkausweises mal umrechnen auf die Miete. Ein Anwohnerparkausweis ist verknüpft mit einer Wohnung, logisch. Nehmen wir eine Wohnung mit 600 Euro Kaltmiete, das wäre in städtischer Lage, so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, für Sie also ein sehr wohlhabender Mensch lebt dann dort. Bezahlt jetzt 30,70 Euro im Jahr und mit der Umstellung bezahlt er 30,70 Euro im Monat in manchen Städten. Das wären über 5% Steigerung der Miete. Eine staatlich verordnete Mieterhöhung von der SPD im Bund mit der CDU zusammen, die SPD zu Wahlen immer wieder plakatiert für bezahlbaren Wohnraum. Was für Heuchler und was für Blender sind Sie eigentlich? Sie, liebe SPD, die dürfen nie wieder plakatieren für bezahlbaren Wohnraum. Sie ziehen dem einfachen Arbeitnehmer immer im Land und im Bund das Geld aus den Taschen. Deswegen sind Sie nicht umsonst nicht mehr die Arbeitnehmerpartei, sondern die Arbeitnehmerverräterpartei. Wir als alternative Demokraten fordern in diesem Antrag, dass die, natürlich, hier sind sie, aber es gibt bald keine FDP mehr, hoffentlich im Landtag. Wir von der AfD möchten den kleinen Mann schützen. Wir möchten den kleinen Mann schützen vor dem gierigen Staat, der die Leute mit immer höheren Gebühren und Steuern abzockt und konfrontiert, um damit Fahrradwege in Peru zu finanzieren oder sonst irgendetwas zu tun. Führen Sie eine Deckelung ein, hier im Land von Baden-Württemberg. Beenden Sie die Abzocke der Bürger. Wir verlangen ja nicht mal eine Entlastung. Wir verlangen ja nur, dass die Bürger nicht weiter belastet werden. Die Bürger leiden schon genug durch ihre Politik mit den massiv steigenden Preisen, Energiekosten, höhere Abgaben und Steuern. Die Bürger haben unter ihrer Politik, egal ob im Bund oder Land, immer weniger Geld
zur Verfügung aufgrund ihrer ideologischen Projekte. Mit der Erhöhung der Abgaben für das Anwohnerparken, da legen Sie ja wieder eins drauf. Für manchen Bürgern ist trotz Vollzeitbeschäftigung kein Urlaub mehr drin und bald ist auch das Auto nicht mehr drin, um damit der Arbeit nachzugehen. Und die Bürger können sich immer weniger leisten und sind eben nicht die Melkkuh der Nation, das sollten Sie sich mal merken. Aber vielleicht planen Sie ja, wir haben es jetzt gerade gehört, in Kombination mit der Energiewende und der Industrialisierung was anderes, welches den Effekt auf das Anwohnerparken minimiert. Den Abbau von Arbeitsplätzen, wie man es tagtäglich liest, würde das Auto für den Arbeitnehmer zum Arbeitsplatz ja obsolet machen, weil er hat keinen Arbeitsplatz mehr, der ist ja dann im Ausland. Und ganz wichtig, hören Sie endlich auf, das Auto, die individuelle Mobilität anzugreifen. Auch im Sinne Ihrer Klimareligion, denn das ist ja der zweite Aspekt, warum das von den Klimafanatikern unterstützt wird. Der grüne Verkehrsminister schreibt in der Antwort im Antrag, Zitat, die Landesregierung hat den vollen Handlungsspielraum an die Straßenverkehrsbehörden vor Ort weitergegeben, weil sie Kommunen in ihrem klimafreundlichen Handeln unterstützen und nicht bremsen will. Zitat Ende. Übersetzt, sie greifen den Bürger im Sinne der Klimareligion noch tief in den Geldbeutel, natürlich ohne Effekt aufs Klima, aber das behaupten sie halt eben einfach. Denn die Leute werden ja nicht auf das Auto verzichten, sie werden es ja weiter nutzen, sie brauchen das Auto. Aber haben eben durch ihre Erhöhung der Anwohnerparkgebühren einfach weniger Geld in der Tasche. Das ist dann eben für Sie Klimaschutz. Beenden Sie nicht nur die Abzocke der Bürger, sondern hören Sie auf, jeden Griff in den Geldbeutel als Klimaschutz zu verargumentieren. Deutschland ändert das Weltklima nicht mit Fahrradwegen in Peru, nicht mit E-Autos und auch nicht mit dem ÖPNV. Lassen Sie den Bürgern ihre Mobilität, lassen Sie den Bürger, und das ist ganz wichtig, die bezahlbare Mobilität. Die Menschen sind angewiesen auf das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Schlimm ist, dass die CDU hier als Bückling der Grünen im Kampf gegen das Auto ja mitmacht. Die CDU beteiligt sich mit den Grünen im Kampf gegen die Mittelschicht. Aber wer finanziert eigentlich ihre dicken Ministergelder und Dienstwagen dann eigentlich, wenn sie erfolgreich sind im Kampf gegen das Auto? Wenn die Jobs weg sind, wenn die Steuereinnahmen weg sind? Die Fahrradindustrie in Bangladesch wird es nicht auffangen. Wir lassen den Antrag zur Deckelung der Gebührenordnung auf 30,70 Euro im Jahr abstimmen und dann kann jeder Bürger sehen, auf welcher Seite Sie stehen. Wir von der AfD, wir stehen auf der Seite der Bürger, auf der Seite der Autofahrer, auf der Seite des kleinen Mannes. Wir sind die Stimme des Volkes und das erkennen immer mehr Bürger an. Vielen Dank. Herr Präsident, verehrte Kollegen, gut, es ist natürlich klar, dass Sie alle den Griff in den Geldbeutel des Bürgers versuchen zu verargumentieren. Leider so traurig. Die Erhöhungen in manchen Städten der Parkgebühren. Waren Sie nicht da oder haben Sie nicht aufgepasst? Also, Frau Achterberg, Lenkungsfunktion. Es ist immer wieder dasselbe. In jedem Themengebiet, Energiewende sollte eine Lenkungsfunktion sein, CO2-Steuer eine Lenkungsfunktion. Und wo ist die Lenkungsfunktion? Es gibt keine Lenkungsfunktion. Es bedeutet nur, dass der Bürger am Monatsende immer weniger Geld im Geldbeutel hat. Das ist die einzige Funktion, die es hat. Und ich bin da schon ein bisschen erschrocken, als ihr gesagt habt, die automatisierte Überwachung. Wenn das von einer Grünen kommt, dann habe ich da wirklich, wirklich Angst. Das sind so die Richtung eines totalitären Systems. Aber das passt ja bei den Grünen vollumfänglich. Und wenn wir über Subventionen sprechen, ich will jetzt nicht das 49-Euro-Ticket annehmen, aber wie viele Milliarden würden das subventioniert? Was wäre denn der reale Preis des wirklichen 49-Euro-Tickets? Also bitte nicht nur dort immer einfach rausziehen bei den Subventionen, sondern wenn, dann reden wir gesamt über Subventionen und entlasten die Bürger auf der einen Seite. Das wäre dann die wirkliche AfD-Politik. Herr Dr. Jung, ich finde es ja echt interessant, Sie stimmen inhaltlich komplett zu, kopieren hier fast meine komplette Rede, aber dann zum Schluss, Sie lehnen den Antrag ab. Die Begründung, warum Sie den Antrag ablehnen, habe ich jetzt nicht verstanden. Kommt da noch eine Begründung oder warum lehnen Sie jetzt den Antrag ab? Sprachlos oder? Ich verstehe es nicht so ganz. Also Sie lehnen den Antrag ab, ich denke jetzt mal, weil er von der AfD kommt. Wenn das die inhaltliche Politik ist der FDP, dann wird es Zeit, dass Sie aus allen Parlamenten verschwinden. Und Herr Minister Herrmann, 1.000 Euro kosten
Die habe ich nicht verstanden. Pro Jahr, einmalig. Wo kommen die 1.000 Euro her? Und warum nehmen Sie Kosten eines neu gebauten Parkhauses oder Tiefgarage fürs Anwohnerparkausweis? Und dann reden Sie ja noch von Privaten und sagen dann, kostet 18.000 Euro der Stellplatz. Hat mit Anwohnerparken gar nichts zu tun, weil da geht es im öffentlichen Parkraum und dann parkt man nicht in einer privaten Tiefgarage oder einer Neubautiefgarage. Wie sehen Anwohnerparkplätze aus? Das sind meistens eigentlich hinter den Wohnungen im Hinterhof so irgendwelche fertig asphaltierte Plätze vor 50, 70 Jahren, die haben nicht wirklich irgendwelche größeren Kosten. Und eins ist doch auch klar. Ich darf um Ruhe bitten. Und eins ist doch auch klar. Es geht um öffentlichen Raum. Jetzt seien Sie mal ruhig. Hinterhof gibt es auch als öffentlichen Raum. Ja, Sie haben keine Ahnung, was ein Anwohnerparkplatz ist. Nein, haben Sie keine Ahnung. Herr Lederball, nochmal. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Klaus. Ich darf um etwas Ruhe bitten. Und eigentlich kann man dann auch so sehen, der Bürger zahlt in diesem Land sehr viele Steuern. Dann kann er auch erwarten, dass auch der Staat und die Gemeinden gewisse Plätze auch so instand setzt, ohne immer wieder eine Extraabgabe zu bezahlen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Und Herr Minister Herrmann, Sie haben sich da auch ein bisschen selber entlarvt. Viele können sich das Auto nicht leisten, ja, durch Ihre Politik. Durch die Politik in hier und hier können sich viele Leute das Auto nicht mehr leisten. Und ich komme zum Schluss, der letzte Satz. Nicht jeder wie Sie kann das Auto stehen lassen und das Flugzeug nehmen, Herr Minister Herrmann.